öffnet auch die Energiekanäle und je besser die arbeiten im Körper, desto besser arbeitet auch der Kopf, somit das Bewusstsein, also auch unsere Wahrnehmung. Okay, erst einmal aufrecht sitzen, ein- und ausatmen durch beide Nasenöffnungen, tief in den Bauch mit voller Lunge. Spüren die leichte Brise, den Wind als Element Luft, der uns hier umgibt. Und wenn die Luft als Element im Körper in geordneten Bahnen fließt, geht es auch unserem Nervensystem besser. Somit sind wir ruhiger. Und das Nervensystem steuert ja auch alle Organe und Körperfunktionen. So gehen auch die Körperfunktionen, Organe in ihrer Fun Arbeit auch ja mehr in den gesunden Zustand oder in die gesunde Funktionsweise. Stellen uns als nächstes vor, der ganze Körper sei die Lunge. Also die ist jetzt nicht nur hier im Brustkorb, sondern die Vorstellung der Größe der Lunge weiten wir aus bis über den ganzen Körper, als würde der ganze Körper beim Einatmen die Luft absorbieren, den Sauerstoff aufnehmen und auch der ganze Körper beim Ausatmen die verbrauchte Energie abgeben. Das heißt, wir atmen bis in die Fußspitzen, bis in die Fersen ein, nicht nur tief in den Bauch, und atmen aus den Zehen durch die Beine aus, aus den Fingerspitzen durch die Arme aus, atmen aus dem Kopf aus. Entspannen uns. Je mehr wir entspannen und lockerer sind, desto besser kann die Energie durch den Körper fließen. Verspannte Körperstellen, wenn die Muskulatur verspannt ist, verschließt den Energiefluss, als würde man beim Bewässerungssystem einfach so einen Kanal zusammendrücken oder halt verschließen. Da fließt das Wasser auch nicht durch. Vollständig aus, vollständig einatmen. Okay, wer Rechtshänder ist, rechte Hand am Gesicht, zeige Mittelfinger, Augenbrauenzentrum. Daumen und Ringfinger kontrollieren die Nasenflügel. Öffnen, schließen die Nasenflügel. Wer Linkshänder ist, macht es analog mit der linken Hand. Okay. Links zu die linke Seite, rechts tief einatmen. Schließe, links aus. So ein langgezogenes, gestrecktes Ausatmen, bis nichts mehr in der Lunge übrig bleibt. Links ein.
Gießen rechts aus. Rechts ein. Schließen links aus. Links ein. Rechts aus. Rechts ein. Links aus. Links ein. Mehr einatmen. Mit einer Anstrengung einatmen. Schließe rechts aus. Außen spannen bis zum Schluss ein mit einer kleinen Anstrengung. Rechts ein. Links aus. Links ein. Grauer Rauch oder Nebel rechts aus. Saubere, frische Energie rechts ein. Schließen. Grauer Rauch oder Dampf links außen. Links ein. Schließen, Unreinheiten rechts aus. Saubere Energie rechts ein. Unreinheiten links aus. Links ein. Und rechts aus. Beide Arme nach unten. Das war erster Durchgang. Beide Seiten ein. Und beim Ausatmen beginnen wir mit dem Kopf vor zurück. Aufwärmübungen, Nacken- und Halsbereich. Aufrichten, nach links, nach rechts. Der Vorstellung, es wäre so ein großer Knopf auf der Seite an der Wand und man versucht, den Knopf zu erreichen. Damit knickt man weniger ab im Hals und streckt den Hals eher nach außen.
Ausgangsposition, vor, zurück, als ob man auf einer Tischplatte gleitet mit dem Kinn nach vorne, nach hinten. Und jetzt, als ob man auf diese Tischplatte einen Bleistift heranzieht. Also leicht hochgreifen, heranziehen. Und wenn man hinten ist, Nacken gut ausstrecken. Wenn man rangezogen hat, hier Muskulatur verlängern. Vor, ranziehen, hoch, ranziehen, nach oben. Rückwärts das gleiche. So eine Bewegung wie mit einem Eislöffel, so eine Kugel Eis rausholen mit dem Kinn. Und hoch. Hier Hände zusammen. Wir bilden so eine Klammer mit den Fingern und massieren die Kopfrückseite. Und beim Massieren ziehen wir gleichzeitig so ein bisschen hoch den Kopf, strecken die Halsmuskeln, die Halswirbelsäule. Wie gesagt, massieren für bessere Durchblutung. Und als ob man den Kopf so rausnehmen möchte aus den Schultern. Und wenn man möchte, auch tiefer nach unten gehen, bis auf die Deltamuskeln oder Trapezmuskeln. Trapezmuskeln. Nicht Delta. Und auch wieder die Kopfrückseite. Durchkneten mit dem Handballen so hier hinter den Ohren. Das sind auch ganz gute Punkte, die man aktiviert. Und Arme hochstrecken. Einatmen. Aus. Langsam nach unten. Bewegung mit den Augen. Die Augenmuskulatur, die ist ja teilweise auch hier nach hinten verknüpft, damit hinten alles gut ist, es dem Atlanten gut geht. Augenübungen und Zunge dann auch. Augen hoch, runter. Das ist dann vor allem gut, wer lang am Computer arbeitet. Der Kopf bewegt nicht, nur die Augen auf, ab. Maximal nach unten, maximal nach oben. Entspannen, blinzeln, ganz schnell blinzeln, schließen, fest zusammenkneifen, öffnen, weit weg, Horizont, Nasenspitze. Das kann man hier sehr gut. Weit weg, Horizont, die Augen fixieren irgendeinen Punkt, weit weg, fokussieren, Nasenspitze, weg, Nasenspitze, weg, Nasenspitze, weit weg. Nasenspitze, wieder schnell blinzeln. Zusammendrücken, Augen, entspannen. Jetzt nach links, nach rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Augenwinkel. Acht, neun, 10, wieder blinzeln, fest zusammenkneifen, weit öffnen, wie beim Starren, möglichst weit, runde Augen und die Augen wieder entspannen, locker lassen. Kopf rechts, rechte Hand rüber nach links, die Hand zieht den Kopf so ein bisschen mit, zieht hier oder dehnt hier ordentlich bis ins Innere hinein die Halsmuskeln, Nackenmuskeln, die andere Hand geht runter. Zunge raus, Zunge versucht das rechte Knie zu erreichen. Damit der Muskel, der Zungenmuskel bis hier in den Hals, in den Rachen auch aktiviert ist. Noch weiter die Zungenspitze raus. Zurück, nach links. Arm weg. Oh, und die Zungenspitze jetzt zum linken Knie, wenn der Kopf links ist.
Und langsam wieder zurück. Okay, Mund entspannen. Den Lippen einatmen. Kurz aufwärmen. Und die Augen damit warm machen nochmal. Mund, Augen, Gesicht, damit alles hier entspannt, damit die Maske runterfällt. Im Gesicht sind auch sehr viele Verspannungen. Und die Hände sind jetzt wie so Bügeleisen, schmelzen durch die Gesichtsmuskulatur durch die Augen durch, dass man im Gesicht alle Muskeln zum Entspannen bekommt. Okay, gehen auf, Hände reiben die Kopfrückseite, reiben vor und hinter dem Ohr. Und ziehen hier runter bis vorne der Knubbel vom Schlüsselbein. Mit zwei Fingern, so eine Gabel, damit die Lymphe aus dem Kopf gut abfließen kann. Hier Richtung Halsbereich. Okay, letztes Mal. Vor bis runter. Okay, gut. Ausschütteln. Rauf, hoch, strecken. Ein. Aus. Arme eine Linie mit dem Rücken. Ein. Aus. Kopf senkrecht. Ein. Kopf zieht hinter den Händen hinterher nach oben. Aus. Ein. Nach rechts aus. Rechte Hand stützt sie ab. Linke Hand oben drüber. Das Becken bleibt horizontal. Blick nach oben zur offenen Seite, nach links. Und mit dem Arm oben zudecken, mit dem Arm rüberziehen. Selbstständig voll durchatmen mit der ganzen Lunge. Ein, auf, aus, andere Seite. Volle Lunge ein und komplett die ganze Luft ausatmen. Und die Flanke, die Körperseite noch mehr verlängern, noch mehr strecken. Ein, hoch, oben, aus. Füße vor, dass die Beine in den Knien leicht angewinkelt sind. So macht man eine Körperrotation. Hier auch alle so ganz, ganz einfach. Linke Hand geht hier nach außen zum rechten Knie und die andere Hand, jetzt die rechte Hand, die unterstützt die Dehnung hier so ein bisschen mit und dann wechseln zur anderen Seite. Und immer so ein Blick nach hinten, so dass der Kopf die Drehung mitmacht. Der Kopf wird in dieselbe Richtung gedreht und taucht hier wirklich, guck mal, hier bis zur Ferse nach unten. So hier außen bis zur Ferse runterlangen. Ja, genau, über Kreuz. Bis zur Ferse nach unten. Bis zur Ferse nach unten und gleichzeitig rotieren. Und nochmal nach links, nochmal nach rechts. Locker. Hände vorne am Brustkorb. Knie ranziehen, Knie absetzen. Wieder hoch. Nach vorne, ran, runter, hoch und vor. Man spürt, wie das Becken viel mehr Durchblutung bekommt durch diese Übung. Dass es hier aktiv die Muskeln anspricht, Hüftbereich. Okay, beide nach vorne, locker entspannt. Hier absetzen. Ein, Becken auf. Eine gerade Linie, Kopf zieht zurück, Füße ziehen vorne nach unten. Aus, halten. Ein, aus. Bisschen höher, ein, aus, ein, aus, wieder runter,
Vorne die Fußspitze. Wenn es schwierig ist, die zu erreichen, Knie leicht anheben und dann ziehen wir uns nach vorne, so in die Vorbeuge. Entspannen den Körper, arbeiten mit den Armen so ein bisschen zu. Entspannen, ziehen nach vorne, spannen wieder, Rückseite Beine, oberer Rücken. Dehnung der Unterseite komplett. Unterseite Beine und Rückseite, also die Rückenmuskeln. Und versuchen so ein kleines bisschen nochmal tiefer runterzukommen. Atmen dreimal tief durch. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Hoch. Ausatmen, lockern. Hände wieder hier. Ein. Und vor. Zurück. Am besten, dass die Fersen auf der Matte bleiben. Nach vorne zurück, um die Sprunggelenke zu aktivieren. Im Kreis, eine Richtung. Gut durchknete die Sprunggelenke. Im Kreis, andere Richtung. Okay, lockern. Ein Fuß heran, den rechten nimm mal heran. Setzen hier darüber ab, drehen hier mit der Hand. Ähnlich auch Sprunggelenk wie vorher, gerade eben, nur mit der Hand unterstützen. Macht man so, ist besser. Auch, dass wir die Zehen so ein bisschen aktivieren. Die Finger durch die Zehen so durch, so weit wie es geht. Ein bisschen nachhelfen auch. Okay, so ein Griff. Hand und Fuß vereinen und dann im Kreis. Eine Richtung und linke Hand, rechter Fuß, linke Hand. Überkreuz. Ja, genau. Ist ähnlich wie das hier, weil rechte Hand kommt mit der linken zusammen, rechte Hand oder linke Hand mit dem rechten Fuß zusammen. Das geht schon. Da dehnt man auch die Muskeln der Zehen und arbeitet hier so mit dem Knöchelgewebe, mit dem Knorpel. Also in eine Richtung drehen, in andere Richtung drehen. Als nächstes wieder Knie und Hüfte auf, ab. Hier ruhig mit dem Gewicht drauf gehen, drauf drücken. Knie nach oben, nach unten, so ein halber Schmetterling. Ah, und wie gesagt, ruhig auch mit dem Körpergewicht nach vorne gehen, weil oft klappt das nicht, nur mit der Kraft des Armes, aber mit dem Körpergewicht klappt es, dass man das Knie weiter nach unten bringt. Und als nächstes versucht ihr einen Kreis. Hier macht das Knie einen Kreis. Als wäre hier so eine große Kreide und man zeichnet mit dem Knie auf die Tafel einen Kreis mit der Kreide. Und andere Richtung. Rückwärts ist es immer so ein bisschen schwerer als nach vorn. Okay, auf, der Fuß soll außen bleiben. Knie heranziehen. Aufrichten, den Oberkörper aufrichten, Schultern öffnen. Noch mehr heranziehen den Fuß. Überkreuz ist links vorne, linke Schulter, linker Ellbogen greift. Nach rechts. Artha Matsyendrasana. Und drehe es. Blick nach hinten, tiefes Bauchatmen. Hier kommt es zu einer so intensiven Wirkung und Massage der inneren Organe. Und man kann das selbstständig intensivieren, indem man entweder hochstreckt, was auch sehr gut und richtig ist, oder eben intensiver in die Rotation hinein.
Schussintensiver. Atmen langsam vor. Fuß und Knie herauslösen. Nach vorn absetzen. Lockern. Hände drauf am Boden. Auf. Und wieder die Planke. Durch den Körper eine gerade Linie. Kopf zieht nach hinten. Füße maximal runter. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Langsam hingesetzt. Aufrichten. Fuß ran. Linke Seite. Also andere Seite. Hier durch. Finger durch die Zehen. Mit unterstützen. Anderen Hand. So, dass jetzt die rechte Hand mit dem linken Fuß verbunden ist. Und den Fuß kreisen. Und andere Richtung. Großer Kreis mit der Fußspitze. Gut durchknete. Okay. Fuß vielleicht ein bisschen näher ran. Auf runter. Halber Schmetterling. Guck, dass ihr das Knie so weit wie es geht zum Boden runterdrückt. Wenn es geht, vielleicht sogar den Boden erreicht. Und im Kreis. Hier wieder die Malkreide im Knie. Und wir ziehen einen Kreis auf der Hand. Eine Richtung und andere Richtung. Okay, aufsetzen, heranziehen, Überkreuz greifen, Oberkörper wieder aufrichten, Schultern öffnen und beim Ausatmen intensiv nach links, Drehsitz nach links, Blick nach links zurück, tiefes Bauchatmen. Ein bisschen intensiver. Noch ein bisschen stärker. Und langsam lösen. Nach vorne rausdrehen. Füße aufsetzen. Langsam runter auf die Matte, in die Rückenlage. Und wir arbeiten auch weiter mit den Hüften. Hier so ein bisschen legen uns einfach hin, die Füße angezogen. Knie schauen spitz nach oben. Beckenuhr, erstmal das Becken. Das Becken stellen wir vor wie so eine Walze und wir drehen die nach unten Richtung 6 Uhr. Das heißt, Steißbein ab. Drehen Sie hoch auf 12 Uhr, Steißbein hoch. Ab nach oben. Ab nach oben. Weiter. Vor, runter. 12 Uhr, 6 Uhr. Drehen, rollen, rollen und vor, zurück, vor, zurück. Entspannen das Becken. Und jetzt, wenn oben 12 ist, sagen wir,
Links ist dann 3 Uhr, rechts 9 Uhr. Jetzt gehen wir von 3 nach 6. 3, 6, 3, 6, gehen quasi von links nach rechts. 7, eine Seite, Beckenkamm, ein Hüftgelenk so ein bisschen an, das andere geht gleichzeitig nach unten. Spannen und lockern so die Lendenwirbel. Okay, entspannen das Becken in der Mitte und beginnen jetzt das in der Uhr zu drehen. 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9. Wie so eine Schüssel, wenn sie runterfällt, beginnt ja so auf dem Boden zu eiern. So ähnlich hier, okay? Als wäre das Becken eine Schüssel, das liegt auf der Rückseite und man rollt es immer so auf der Kante im Uhrzeigersinn. 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12. Auf 12 Bewegung still und dann gegen den Uhrzeigersinn 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3 und weiter im Kreis. Das Becken voll und gut abrollen. Okay, entspannen. Greife beide Knie. Drücke beide Knie zum Bauch. Strecke so die Muskulatur an den Lendenwirbeln, den unteren Rücken. Kopf entspannt, Nacken entspannt, Arme drücken die Knie in den Bauch. Noch entspannter, noch stärker drücken. Also entspannter ist der Rücken. Die Arme machen die Arbeit. Da ist natürlich so eine gewisse Muskelarbeit, das heißt Anspannung ist schon da. Wieder lösen, entspannen. Fußsohlen wieder am Boden. Kurz durchhalten. Linker Fuß geht hoch über das rechte Knie, so dass der Fuß nach außen schaut. So wie vorhin gerade, wo wir den Fuß gedreht haben. Wisst ihr das bei der Rotation? Auch so den Fuß übergelegt. Rechter Fuß hoch, greife unten durch, also hier einmal durch die Mitte, hier auch in die Kniekehle und drücke jetzt den Fuß zum Körper. Linken Fuß zum Brustkorb, zur Schulter. Runterdrücken mit den Armen. So fest wie es geht. Noch stärker heran, dass die Ferse fast Schulter berührt. Linke Ferse, rechte Schulter. Vorsichtig lösen. Rechter Fuß ab. Linker Fuß ab. Wechsel. Rechter Fuß über das Knie, über das linke Knie. Unten durchgreifen, linker Fuß hoch und den Fuß herandrücken zur linken Schulter. Rechter Fuß, linke Schulter. Noch ein bisschen intensiver. Lösen, entspannen, linker Fuß ab, rechter Fuß ab. Die Füße schulterbreit auseinander. Linker Fuß zur Mitte auf den Boden, nach unten drücken. Auf. Rechter Fuß zur Mitte auf den Boden, rechtes Knie. Auf. Links runter, Knie. Auf. Rechts runter. So im Wechsel. Linkes Knie, rechte Ferse, rechtes Knie, linke Ferse. Auf, ab, auf, ab, auf, ab, auf,
linkes Bein ausgestreckt am Boden, links, und rechten Fuß, den großen Zeh, greife halt so mit der rechten Hand. Okay? Rechter Fuß, rechte Hand. Bein durchstrecken, rechtes Bein. Hochhalten. Knie durchstrecken, wenn es geht. Da spürt man sofort Wade, verkürzte Sehnen in den Kniekehlen, verkürzte Sehnen vielleicht im Hüftbereich, Rückenmuskeln. Vorsichtig den Fuß zur Seite. Die andere Hand ist flach am Boden. Vorsichtig langsam zur Seite öffnen. In den Knien durchstrecken, beide Seiten. Langsam auf. Ab am Boden. Fuß am linken Knie erst abgesetzt. Und dann am Bein entlang nach vorne rutschen. Andere Seite ran. Links. Griff. Linke Hand. Großer Zeh. Links. Bein ausstrecken. Rechter Arm flach am Boden. Knie. Beide. Linkes, rechtes Knie durchstrecken. Einatmen. Nach außen. Ausatmen. Halten. Bein, Arm durchgestreckt halten und atmen. Auch mehr durchstrecken. Auf hoch. Fuß ab am Becken, am Knie, Bein nach vorne. Arme über dem Kopf zusammen, wie so ein langer Strich, lange Linie der Körper. Arme ziehen hoch, die Fersen ziehen nach unten und die ziehen zum Bauchnabel. Ziehen zum Bauchnabel, Fersen weg vom Körper. Arme hoch und so mal ein bisschen links, rechts gehen. Ähnlich wie die Fische das machen, wenn man sie rauswirft aus dem Wasser, so links, rechts, auch hier. Becken kam runter, Becken kam runter. Linke Seite, rechte Seite. Fersen weg, Fußspitzen ran und Arme fest nach oben noch länger werden. Ausatmen, entspannen. Arme links, rechts vom Körper. Arme entspannt, Beine entspannt. Becken entspannt, Unterbauch, unterer Rücken entspannt. Knie ran zum Bauch, bisschen Schwung holen, aufrollen und hinsetzen. Ausgangsposition. Ausatmen. Wir machen jetzt wieder Wechselatmung und jeder denkt sich jetzt aus, wo seine Problemzone liegen. Wenn es eher so Beine sind, Füße, Knie, Hüftgelenke, Becken, dann stellt ihr vor, ihr atmet in das untere Chakra ein und von dort die Unreinheiten durch die Nase aus. Wenn es dann Reproduktivorgane sind, die emotionale Ebene, Vorstellung, Sakralchakra, zwei Finger unter den Bauchnabel einatmen ins Energiezentrum. Von dort alle Unreinheiten raus. Wenn es mir hier ist, Leber, Magen, was auch mit Finanzen, mit Wohlstand zu tun hat, Milz, Bauchspeicheldrüse, hier einatmen, oberer Bauch. Und von dort ausatmen, um dieses Energiezentrum zu reinigen. Wenn es die Herzebene ist, so dieses zwischenmenschliche Herzensangelegenheiten, Lunge, Immunsystem, dann hier ins Herz reinatmen, ins Herzzentrum und dort aus Halsbereich entsprechend, Halschakra hier rein und hier raus. Drittes Auge, Intuition, Gedankenkraft, Fähigkeit zu visualisieren oder man hat mental irgendwelche Probleme oder psychisch,
hier einatmen, hier rausatmen. Wenn man sich mehr so mit dem Göttlichen verbinden möchte, mit dem Himmel, reinatmen hier ins Kronenchakra und vom Kronenchakra rausatmen, um das zu reinigen. Okay, jeder sucht jetzt seine Ebene sich aus, mit der er arbeiten möchte, die nächsten auch circa 7 bis 10 Minuten. Und ihr bleibt bei diesem selben Konzentrationspunkt. Es macht keinen Sinn, ständig durchzuspringen und zu wechseln. Man kann bei der nächsten Atemübung dann vielleicht ein anderes Zentrum wählen, aber jetzt ein ausgesucht und dabei bleiben wir, während wir wieder die Wechselatmung machen. Okay, bereit. Ihr könnt ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer atmen, als ich das Tempo vorgebe. Ich gebe so ein mittleres Niveau an vor. Okay, alles aus. Links zu, rechts ein. Links aus. Aus dem ausgewählten Zentrum heraus, grauer Rauch oder brauner Rauch, ausatmen, reinigen. Links ein, ins Zentrum hineinleiten. Rechts aus. Rechts ein. Links aus. Links ein. Rechts. Rechts ein. Unreinheiten links aus. Links ein. Unreinheiten rechts aus. Rechts. Links aus. Ein. Links aus. Links. Rechts. Links.
Korrekt. Vollständiges Einheit. Links Unreinheiten aus. Links. Rechts Unreinheiten raus. Links ein. Letzter Schluss, rechts ein. Links aus. Links ein. Rechts. Beide Arme ab, beide Nasenöffnungen gleichzeitig ein. Die Energie wieder in das gleiche Zentrum, in das gleiche Chakra einatmen. Durch beide Nasenöffnungen dieses gleiche Chakra reinigen, ausatmen. Grauer, brauner Rauch. Ein. Dort die Energie konzentrieren, sammeln. Aus. Ein und aus. Eine Minute Ruhe, dann nächste Meditationsarbeit. Die Atmung ist jetzt so still, das ist nur ein kleiner Hauch aus der Nase in die Nase. Kein Strom, kein Stoß. Nur so eine leichte Brise der Atmung rein, leichte Brise aus. Okay, nächste Arbeit, Daumen in der Faust, so dass man am Ringfinger den Energiekanal schließt und die Arme verlängert, ausstreckt. Die Vorstellung, man ist in der eigenen Energiekugel, das ist wie so eine große Seifenblase, so eine Armlänge um den Körper herum. So ein rundes Glasaquarium, in dem man sitzt und man stellt sich jetzt die Haut, die Grenze vor. Und wie bei einem Globus, der hat ja so eine Achse und die Achse dreht sich der Globus auch wie so eine Kugel oder Schale. Und vorgestellt ist jetzt bei uns die Schale, die geht durch die Schulter nach links, nach rechts. Ah, die Achse, nicht die Schale. Die Achse geht von links nach rechts unserer Kugel, unser so energetischer Globus sozusagen. Und wir beginnen diesen Globus, diese Schale zu rotieren um den Körper herum. Das heißt, vorne bewegt sich die Schale nach unten
Und hinten um den Körper bewegt sich die Schale nach oben. Das heißt, dass wir so alle überflüssigen Energiekanäle abschneiden, die uns mit Menschen verbinden, mit denen wir nicht mehr kontaktieren, irgendwelche alten Situationen, alte Tätigkeiten, alles, was in der Vergangenheit zugehört, was für uns nicht mehr aktuell ist, aber uns trotzdem so ein kleines bisschen Energie raubt über so kleine Kanäle wie Frieden. Diese Kanäle schneiden wir alle ab. Durch die Bewegung dieses Globuses hinten aufwärts, unten runter, unter dem Körper bewegt sich das von vorne nach hinten so quasi vorgestellt und so richtig mit der Gedankenkraft diese Kugel rotieren lassen, so dass sich diese Schläuche, diese Fäden abschneiden, diese Energiekanäle. Weiter. Anders könnte man das so erklären, als würde wir im Inneren so eines großen Schneeballs sitzen und dieser Schneeball rollt nach vorne, ohne dass sich der Körper bewegt. Nur die Haut, die äußere Schicht des Schneeballs. Schneidet weiterhin alles Überflüssige weg, macht alles sauber, diese Drehung, diese Rotation nach vorne. Dann Drehung, Rotation nach hinten. Und das verdichtet jetzt diese Energie. Diese Kugel wird im Inneren dichter und stärker. Vorne aufwärts, um den Kopf nach hinten, hinter dem Kopf nach unten, wieder vor, vorne aufwärts. Das erinnert mehr so ein bisschen an einen Flug, der halt etwas hochhebt und dann umwirft. Und so unsere Energie hochheben, auf den Körper umwerfen, verdichten. Weiterhin die Drehung, vorne aufwärts, hinten runter. Das ist, als würde man die Schneekugel wieder dichter machen, noch mehr draufpacken von allen Seiten, dass sie stärker, fester, stabiler ist. Weiter drehen, ein bisschen. Okay, jetzt drehen wir diese Drehachse um, dass sie nach vorne und nach hinten zeigt. Und beginnen die Kugel nach rechts zu rollen, quasi oberhalb den Kopf nach rechts, rechts runter, unter den Körper nach links, links wieder raus und weiter so um den Körper herum, wieder abschneiden, alte Energiekanäle, alte Situationen, Menschen, mit denen man nicht mehr kommuniziert oder nicht mehr kommunizieren möchte, alle Energiekanäle, Energieverlust wegschneiden, wenn sich die Schale dreht. Quasi jetzt würde die Kugel nach rechts rollen in ihrer Drehbewegung. Ist mehr so die reinigende Richtung erstmal. Vor allem unten sind diese Energiekanäle viel mehr als weiter oben. Vor allem die unnötigen sind eher unten, als würde man in so einer Wanne sitzen und diese Wanne wird quasi so rausgereinigt, rausgeschöpft. Alles, was man jetzt nicht mehr braucht, was nicht mehr aktuell ist, was einen belastet oder irgendwie oder an die Vergangenheit bindet. Noch zwei, drei große Kreise. Und dann Richtung wechseln, nach links rollen. Oben die Schale nach links, links runter, unter dem Körper nach rechts, rechts wieder hoch raus und wieder die Drehung nach links. Wieder das Prinzip des Verdichtens, des Aufbauens. Also mehr Energie aus dem Raum, aus dem Äther raus, schöpfen, auf den Körper kleben, verdichten, raus, auf den Körper kleben, verdichten. Oben nach links, links runter, unten nach rechts, rechts rauf und weiter.
noch zwei, drei Kreise, überall die Verdichtung, nicht nur rechts, auch für die linke Seite bleibt etwas übrig und verdichtet da die Energie, die Aura. Okay, wir stellen jetzt die Achse auf, die ist durch den Kopf, durch die Wirbelsäule nach unten. Die dritte, die letzte Achse, die letzte Richtung. Und wir drehen jetzt von oben gesehen gegen den Uhrzeigersinn. Vorne nach links, rundum hinten, rechts wieder raus, vorne nach links, rundum, rechts wieder raus. Und wieder das Wegschneiden, vor allem unten. Alles sauber durch die Drehung, durch die Rotation, alle Verbindungen weg, die unnötig sind, die man nicht mehr braucht. Weiter, dynamische Bewegung. Es würde sich der ganze Raum um einen herum drehen, das ganze Universum und der Körper ist in der Mitte still im Zentrum. Und jetzt plötzlich Drehrichtung wechseln und nach rechts drehen, von oben gesehen im Uhrzeigersinn und mit so einer Wirkung oder Gefühl, dass es nach oben aufgeht, wie in einer. Beim Korkenzieher durch die Drehung auch nach oben gleichzeitig. Der ganze Raum dreht sich um einen herum. Mehr Energie aufbauen, verdichten, Bewegung nach oben raus. Die Schale, die Haut der Kugel dreht sich, der Körper in der Mitte still. Drehen, verdichten, in der Mitte vor allem im Zentrum, gut zentriert. Starke Achse, gute innere Stütze, so psychoemotional. Okay, und langsam das ausdrehen lassen, langsam zum Ende kommen. Durchatmen. Ein. Und dann gehen wir langsam nach oben in die Shavasana, legen uns hin. Ich leite sie an. Ungefähr 10 Minuten Tiefenentspannung. Gerade auf den Rücken, Wirbelsäule eine Linie, Kopf eine Linie, Arme leicht geöffnet. Beine leicht geöffnet, also 45 Grad. Bewege und entspanne deinen rechten Fuß. Entspanne deinen linken Fuß. Entspanne die rechte Wade, die linke Wade. Als würde die Entspannung wie so eine Zehe Flüssigkeit hineinfließen in die Muskelgruppen. Die Muskelgruppen schwer machen. Die Muskelgruppen auflösen sogar. Als nächstes die Knie. Rechter Oberschenkel, linker Oberschenkel. Entspanne das Becken. Die Beine komplett entspannt, dann die Taille, der untere Rücken. Rückenmitte und oben.
entspannt die rechte Hand, die linke Hand. Unterarme. Ellbogen, die Arme werden ganz schwer. Rechte Schulter, Oberarm, linke Schulter, Oberarm. Schultern und Schlüsselbeine. Nacken und Hals. Der ganze Körper wird ganz schwer. Mache ein paar Grimassen, bewege alle Gesichtsmuskeln. Entspanne die Zunge, die Wangen, die Nase, Augen. Entspanne die Stirn. Schläfen, Kopfrückseite. Entspanne den Brustkorb und den Bauch, inneren Organe. Entspanne den ganzen Körper gleichzeitig.
Geh nochmal durch den ganzen Körper, links, rechts, oben, unten, alles. Spüre, ob du vielleicht noch verspannte Stellen findest oder Muskelgruppen, die noch nicht so richtig entspannt sind. Und entspanne sie dann bewusst, so zielgerichtet. Bewege den Kopf so ein bisschen nach links, rechts. Bewege die Handgelenke, die Fußgelenke. Hände zusammen, reibe, dass sie ein bisschen warm sind. Wieder auf die Augen drauf. So eine Kuppel bilden, die Augen öffnen mit geschlossenen Handgelenken, mit Handflächen drauf. Und dann massieren Ohren, Nacken, die Kopfrückseite reiben, massieren. Einmal gut ausstrecken, wie nach dem Aufwachen. Arme über dem Kopf, Beine ausstrecken. Knie heran zum Bauch.
Ohr zurückrollen, auf dem runden Rücken wieder aktivieren und einmal aufsetzen. Oberkörper gerade. Hier wieder ein bisschen sammeln, wieder konzentrieren, dabei sich selbst ankommen. Auch vorne dreifaches Mantra Om zum Beenden. Ein. Auch wieder zurück. Gut, das war's. Dankeschön. Ja. Nächste Einheit nach dem Abendessen. Wahrscheinlich in der Früh. In der Früh auf dem Dach oben. In der Früh, sage ich. Am